Die Energiewende schreitet voran und immer mehr Solarparks und Windparks entstehen. Und das ist eine super Sache, denn diese liefern jede Menge an sauberer Energie. Auch im Privatsektor und auf großen Fabrikdächern wird immer mehr Energie mittels Solaranlagen erzeugt. Also richtig viel erneuerbare Energie. Und das klingt auch erstmal richtig gut. Doch es gibt auch Herausforderungen. Und zwar richtig große. Und genau auf diese gehe ich jetzt in diesem Video ein. Außerdem zeige ich euch, welche unglaublich große Rolle Kattel, das ist der weltweit größte Batteriehersteller, für die Energiewende spielt. Und stelle euch in diesem Zusammenhang auch den neuen Speicher Tena Flex vor. Doch bevor wir uns jetzt die Rolle der Speicher für die Energiewende genau anschauen, nochmal ein ganz kleiner Schwenk zurück. Denn ich hatte gerade gesagt, wir haben richtig viel erneuerbare Energien. Und das klingt erstmal richtig gut. Dabei stehen wir, beziehungsweise die Energiewende, allerdings aber vor einem wirklich großen Problem oder einer großen Herausforderung. Denn die Sonne steht nachts nicht zur Verfügung. Und selbst tagsüber reicht die Erzeugung nicht immer. Und was ist eigentlich mit dem Wind? Ja, da gibt es auch teilweise richtig flaue Tage. Wir haben also ein enormes Ungleichgewicht. Mal gibt es sehr viel Erzeugung und wenig Bedarf. Und manchmal fehlt der Strom aus erneuerbaren Energien aber fast komplett. Und wie kann man dieses Ungleichgewicht eigentlich beheben oder diesem begegnen? Wir benötigen riesige Speicherkapazitäten, um die Schwankungen von den erneuerbaren Energien und der Erzeugung aufzufangen. Es gibt zum Glück schon zahlreiche Speicher und in vielen tausenden Haushalten haben Menschen auch einen Heimspeicher. Ich selbst nutze auch einen, um den Strom aus meiner Photovoltaikanlage zu speichern. Doch wo stehen wir da eigentlich genau und wie viele Gigawattstunden an Speicherkapazität fehlen noch? Zur besseren Einordnung einmal kurz. Eine Kilowattstunde an Kapazität reicht aus, um ein Gerät mit einer Leistung von 1000 Watt, also 1 kW, für eine Stunde zu betreiben. Ein gut greifbares Beispiel ist hier der Föhn. Lasse ich den Föhn mit 1 kW, also eine Stunde laufen, benötige ich einen Speicher mit einer Kapazität von 1 Kilowattstunden, um das zu ermöglichen. In Haushalten sind oftmals Speicher mit 10 Kilowattstunden Kapazität verbaut und 1000 Kilowattstunden entsprechen einer Megawattstunde, macht also schon 100 solcher Heimspeicher mit 10 Kilowattstunden Kapazität. Und eine Gigawattstunde, das ist die Einheit, in der es hier gleich weitergeht, entspricht jetzt 1000 Megawattstunden. Wir sprechen also bei einer Gigawattstunde von 100.000 Haushalten mit 10 Kilowattstunden Speicher. Und das entspricht 1 Million Kilowattstunden. Und ich habe hier ein paar Grafiken vom Fraunhofer Institut mitgebracht. Die Quellen findet ihr unter dem Video verlinkt, genauso wie hilfreiche Links rund ums Thema Photovoltaik. Wenn du ein faires Angebot zum Beispiel für dein Eigenheim haben möchtest und deinen Heimspeicher, dann frag da gerne aus meinem Netzwerk an oder lad dir meine 0 € PV-Checkliste runter, wenn du wissen möchtest, ob sich eine PV-Anlage überhaupt lohnt. Und das Fraunhofer Institut, das hat jetzt ein paar Grafiken rausgebracht, die zeige ich euch jetzt hier, denn es ist ja wichtig, dass wir erstmal gucken, wir müssen erneuerbaren Strom erzeugen. Und schauen wir uns da doch mal explizit die Leistung aus Photovoltaikanlagen an. Die Prognose wurde 2021 erstellt für das Jahr 2024 und lag bei 103,41 Gigawatt Leistung aus Photovoltaik mit Freiflächen und Aufdachanlagen. Und wir haben hier diese 103,41, das habe ich zusammengerechnet, das ist diese reine Solarleistung in Gigawatt. Und wir haben aktuell in 2024 eine Solarleistung von 93,03 Gigawatt Leistung. Das ist also schon sehr nah dran an den Prognosen und das ist super. Da haben wir also einen Riesenschritt schon gemacht. Und um diese Energiemengen jetzt zu speichern, da benötigen wir die vielen, vielen Speicher mit ihren enormen Kapazitäten. Und schauen wir uns doch mal da an, was da eigentlich der aktuelle Stand der Dinge ist. 2021 ging man davon aus, dass 2024, das ist wieder eine Prognose gewesen, 44,55 Gigawattstunden an mobilen und stationären Speichern bereitstehen. Das ist hier zu sehen, wir haben hier mobile und stationäre Speicher und die Summe hier, das macht jetzt also die gerade genannten 44,55 Gigawattstunden aus. Die Pumpspeicher habe ich hier rausgerechnet. Und jetzt ist es aktuell so, dass wir 2024 eine Kapazität haben von 15,9 Gigawattstunden. Und das ist also doch noch ganz schön weit weg von dem, was prognostiziert war, was nötig sein wird. Denn die Differenz beträgt hier immerhin 28,64 Gigawattstunden. Klingt erstmal vielleicht gar nicht so viel, aber das entspricht immerhin knapp 30 Millionen Kilowattstunden.
Und das ist dann doch ganz schön heftig. Und die Prognosen für 2030 für die Speicherkapazität, die sieht vor, dass 245,9 Gigawattstunden an Speichern installiert ist. Das sehen wir einmal hier in der nächsten Folie. Und zwar ist hier 2030 mobile Batterien, stationäre Batterien, da die Summe sind 245,9 Gigawattstunden, die dann installiert sein sollen. Und die Pumpspeicherwerke, die habe ich hier schon wieder rausgerechnet. Es ist also ein unglaublicher Ausbau der Speicherkapazitäten nötig. Und das kann nicht gelingen, indem man nur 10 Kilowattstunden Heimspeicher in Eigenheimen verbaut. Und genau deshalb braucht es viel, viel größere Speicher. Und ich war am 24. September jetzt in Birmingham und habe dort vom weltweit größten Batteriehersteller Cuttle mir angeschaut, was die veröffentlicht haben. Und was viele nicht wissen, Cuttle ist quasi ein Riese bei der Energiewende. Denn 2023 kamen allein 34% aller weltweit produzierten Akkus von Cuttle. Und das ist irre viel, denn der zweitgrößte Hersteller, der folgt mal gerade mit 8%. Man findet die Batterien von Cuttle in vielen Elektroautos wie BMW, Volkswagen und Mercedes und noch vielen, vielen mehr und natürlich auch in bekannten Speichersystemen. Cuttle spielt also beim Voranschreiten der Energiewende jetzt schon eine riesige Rolle. Und wie sie jetzt mit dem Tena Flex dann da viel größere Kapazitäten bereitstellen und was der Tena Flex kann, das möchte ich jetzt hier auch einmal vorstellen, um mal ein Bild davon zu machen, wie viel Kapazitäten wir eigentlich brauchen. Und das live hier aus Birmingham zeige ich euch jetzt. Um viel erneuerbare Energien zu speichern, braucht man auch viel Kapazität und viel Leistung. Ich stehe jetzt hier vor dem neuen Tena Flex und der hat 752 Kilowattstunden Kapazität. Jedes einzelne Modul hier hat 93,75 Kilowattstunden, insgesamt 8 Stück verbaut. Und wir haben eine B- und Entladeleistung von 376 kW. Damit ist das System geeignet für Schulen, für Krankenhäuser, für Supermärkte. Und natürlich auch zur Netzstabilisierung. Das heißt, wenn Windparks oder Solarparks mal keinen Strom bringen, dann kann dieses System hier genutzt werden, um das Netz zu stabilisieren und den Strom, der vorher gespeichert wurde, dann wieder bereitzustellen. Außerdem ist hier daneben direkt der Wechselrichter verbaut. Hier dann das flüssigkeitsgekühlte System. Hier haben wir dann die Batterien. Und zum Thema Sicherheit, da hat Cuttle hier oben, das blende ich gleich nochmal ein, ein Rauchdetektor, ein Hitzedetektor und kann bei Bedarf, wenn es mal kritisch werden sollte, ein Aerosol einblasen, sodass hier sofort für Sicherheit gesorgt ist. Gerade in Wohncommunities könnte man sich jetzt die Frage stellen, wow, so ein System, das muss doch unglaublich laut sein. Nein, es ist nicht 65 Dezibel in 1 Meter Abstand. Das ist das, was hier angegeben wird und damit wirklich, muss man sagen, nicht sonderlich laut. Und kann wunderbar auch in Wohncommunities eingesetzt werden, ohne dort die Nachbarn zu stören. Und was ich noch ganz spannend finde, ist, dass Cuttle hier anbietet, zwischen 1, 3 und 5 Jahren null Degradation. Heißt also, sie sind so überzeugt von ihren Zellen, dass sie sagen, du kannst es kaufen und dann 5 Jahre lang null Degradation haben. Heißt also, du hast immer vom State of Charge 100%. Die Zellen nehmen in ihrer Leistung nicht ab. Und das ist natürlich etwas, das habe ich am Markt ehrlich gesagt noch nicht gehört, ist ganz neu. Für den sicheren Betrieb bei allen möglichen Temperaturen von minus 40 bis plus 60 Grad sorgt das TMS, das steht quasi für Temperatur Management System und sorgt mit einem flüssigkeitsgekühlten System dafür, dass bei Minustemperaturen das Ganze angewärmt wird und die Batterien hier sicher betrieben werden können. Und bei plus 60 Grad bis dahin geht das Ganze, da ist das Ganze einsatzbereit, wird natürlich gekühlt. Mit dem Tena Flex bietet Cuttle also große Kapazitäten an, die ein wichtiges Puzzleteil in der Energiewende sind. Und auch mit solchen großen, riesigen Systemen bleibt es eine wahnsinnig große Herausforderung, die Energiewende, was die Speicherkapazität angeht, zu meistern. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Sind die Ziele überhaupt realistisch oder ein bisschen zu ambitioniert? Ich freue mich über den Austausch mit euch, bin gespannt auf eure Meinung. Und alle Info zum Tena Flex findet ihr genauso wie die Quellen zum Video und auch meiner 0 Euro PV-Checkliste oder auch der Möglichkeit, euch gezielt über mein Netzwerk Angebote anzufragen. Das alles findet ihr unter dem Video. Bis bald, sonnige Grüße.